Schönen guten Tag, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel Borussia Dortmund gegen Hannover 96. Darf Ihnen, bevor wir mit beiden Trainern Mirko Slomka und Jürgen Klopp anfangen, noch sagen, dass jemand unter Ihnen das Huawei-Tippspiel gewonnen hat, und zwar Thomas Bielefeld. Mit dem richtigen Endergebnis bekommt das Huawei Ascent P1 ein schönes Handy. Wir machen gleich noch ein Foto. Herzlichen Glückwunsch. Ich darf Mirko Slomka nun um seinen Kommentar zum Spiel bitten. Ja, 1-0 haben wahrscheinlich nicht so viele getippt heute in dieser Partie. Deswegen bin ich ganz überrascht, dass es das Ergebnis überhaupt im Tippspiel gibt. Wir haben in der vierten Minute einen schwerwiegenden Fehler gemacht, der dann zu dem Elfmeter führt. Das ist bitter und trotzdem gehen wir zwar nicht mit einem guten Gefühl nach Hause, aber mit einer guten Leistung, die wir gezeigt haben. Wir hatten ja vor dem Spiel schon sehr deutlich gesagt, dass wir uns enorm steigern müssen, nochmal enorm steigern müssen, nach dem Leverkusen-Auswärtsspiel hier in Dortmund etwas mitnehmen zu können. Das hat trotz einer, wie ich finde, tollen Einstellung der Mannschaft über 90 Minuten, einer leidenschaftlichen Partie gegen die Dortmunder, heute wieder nicht zu einem Tor oder gar zu einem Punkt gereicht. Uns fehlte da heute vorne sicherlich der richtige Abschluss, um das Tor zu machen. Klar, unsere Top-Torschützen Mahmoud Diouf, Yakko Nahen sind jetzt heute nicht dabei gewesen. Aber trotzdem hatten wir in der Endphase dann auch gute Möglichkeiten. Ich denke, dass der Sabi Husti sehr überrascht war, dass der Ball so frei lag für ihn. Wir haben mit Dennis Kadar eine große Chance gehabt. Aber das zählt alles nicht. Gute Leistung, okay, das nehmen wir gerne mit. Aber leider keine Punkte. Und deswegen bleibt mir nur der Glückwunsch an Jürgen und sein Team und auch die guten Wünsche für die Partie am Dienstag gegen Arsenal. Danke, Mirko Slomka. Jürgen, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, vielen Dank erstmal für die Glückwünsche und für die guten Wünsche. Das Spiel, ehrlich gesagt, ich bin total zufrieden. Weil wir wussten, dass das heute brutal schwer wird. Und wir heute den Beweis angetreten haben, dass Training und vor allem wohldosiertes Training durchaus hilft. Um für ein Bundesligaspiel dann über 90 Minuten Kraft zu haben. Die hatten wir nicht. Habe ich schon gern gesehen, dass es ein bisschen länger geht, aber erste Halbzeit, ich fand, wir haben sehr gut angefangen. Klar, haben den Gegner unter Druck gesetzt, machen das Tor, bleiben noch ein bisschen dran, ich weiß nicht genau, 20, 25 Minuten vielleicht. Dann wurde es weniger, dann haben wir uns auf zu sehr auf das Spiel von Hannover eingelassen. Wir haben viel zu wenig Fußball gespielt. Ich glaube, das sind zu 90% körperliche Gründe, dass alle Schlüsselspieler oder für uns Schlüsselspieler auf einmal nicht mehr sich wirklich gezeigt haben, um eben eigene Ballbesitz zu haben. Und dadurch war der Ball viel in der Luft. Wir mussten viel kämpfen um zweite Bälle. Da war uns Hannover klar überlegen. Daraus resultierten dann keine wahnsinnigen vielen Torschungen, aber ich glaube, zwei müssten es gewesen sein, wo Roman so richtig eingreifen musste. Deshalb ist das jetzt sicher auch durch diese Momente ein bisschen glücklich vielleicht, wobei wir unsere Möglichkeiten ja auch hatten. Nicht die großen wieder mal, wie wir es vielleicht haben können, aber für mich war heute viel entscheidender, dass ich gesehen habe, dass die Mannschaft mit unserer Situation sehr gut umgeht. Und das ist sie. Wir haben einfach das, was drin war, war heute nicht so viel, komplett rausgehauen und haben sich einem leidenschaftlich kämpfenden Gegner gestellt. Und dann ist das eben auch Fußball. Und deshalb, keine Frage, wir hätten heute ja jedes Ergebnis akzeptieren müssen, aber mit dem 1-0 fühlt sich natürlich dann auch noch richtig gut an. Wir können anders Fußball spielen, werden wir meistens auch machen, aber nichtsdestotrotz musst du solche Spiele auch gewinnen, auch auf die Art und Weise dann gewinnen. Und ich finde, die Leute haben das toll angenommen. Ich habe es eben schon im Fernsehen gesagt, wenn dann so der sechste Konter durch einen Ball ins Aus verdattelt wird, dann verstehe ich schon, dass man auch mal geraunt wird. Absolut, das war so. Aber ansonsten war die Unterstützung großartig. Und also das ist dann eben auch ganz, ganz wichtig. Und deshalb sind wir zufrieden. Ich wünsche eben Hannover auch eine gute Rückreise. Viel Erfolg in den nächsten Wochen. Und ja, für uns geht es am Dienstag weiter. Dankeschön. Danke, Jürgen. Wenn es Fragen an beide Trainer gibt, dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Wir sind dann schnell mit dem Mikrofon bei Ihnen. Heinz Büse in der zweiten Reihe. Schon am Dienstag steht das nächste Spiel an. Sie haben es gerade angedeutet. Gibt es Profis oder drohen weitere Ausfälle
für Dienstag, Stand jetzt? Nee, Stand jetzt nicht. Marcel Schmelzer konnte heute nochmal zugucken. Mit den anderen Jungs, die jetzt letzte Woche nicht konnten, habe ich nichts gehört. Ich habe nur gehört, dass sie kaputt sind, aber nicht verletzt. Also, und das war eine ganz wichtige Belastung für die Kerle im Hinblick auf Dienstag. Gerade so für Manni, der wirklich zwei Tage jetzt ein bisschen mittrainiert hat und Nuri und Marco auch. Das war aber ganz wichtig und deswegen, wenn wir am Dienstag schon einen Schritt weiter sein, sollte man natürlich auch, aber habe da ein richtig gutes Gefühl. Gibt es weitere Fragen in der letzten Reihe? Slomka, zu Beginn der zweiten Halbzeit haben Sie umgestellt, hinten links Sebastian Pocognoli draußen gelassen, Edgar Pipp nach hinten gezogen. War bei Sebastian was verletzungsbedingt und wie hat Ihnen Edgar in der zweiten Halbzeit gefallen? Nein, das hatte gar nichts mit einer Verletzung zu tun, aber es stand 1-0 zur Halbzeit und wir hatten das Gefühl, dass wir noch ein bisschen zulegen können und wir wussten natürlich, dass beim BVB einige Spieler nicht so oft trainiert hatten. Und deswegen wollten wir noch ein bisschen offensiver werden, haben noch eine Offensivkraft mit Leo Bittencourt gebracht, der natürlich sowieso brannte auf diese Partie. Das hat man, glaube ich, auch gesehen in der zweiten Halbzeit. Und der Eddie hat das ja oftmals schon gespielt in der Rolle. Und das ist ja einfach ein offensiverer Gedanke. Und das habe ich dem Poco auch so gesagt in der Halbzeit, dass wir einfach noch mehr nach vorne spielen müssen, noch mehr Druck aufbauen müssen. Und ich glaube, dass der Eddie eine Riesenchance hatte über die linke Seite mit einem tollen Schuss auch. Eine gute Flanke gebracht hat und auch in der Defensive ordentlich gespielt hat. Hat uns geholfen, aber leider auch nicht zum Tor geführt. Ich sehe keine weiteren Handzeichen. Eins noch, doch in der zweiten Reihe, der Herr mit dem grauen Pullover. Die Hannoveraner kommen heute. Jetzt geht's los. Mirko, noch eine Frage an dich. Salif Sané hat das erste Mal heute auf der Sechserposition gespielt. Hast du auch den Eindruck, dass er so ein paar Anpassungsprobleme hatte, dann immer besser ins Spiel gekommen ist? Ja, diese Anpassungsprobleme habe ich jetzt so eigentlich nicht verfolgt. Ich auch nicht. Nein, ich fand das sehr diszipliniert und sehr toll in diese Ordnung eingebracht hat. Wir wussten natürlich, dass wir mit unserer Art zu spielen heute viel in der Luft arbeiten müssen, viele zweite Bälle gewinnen müssen und der Salif kann das, das wissen wir. Und ich glaube, dass er auch diese Doppel-6 heute mit dem Leon richtig gut gespielt hat. Auch da vielleicht die Aktion nach vorne zu gering, um eine richtige Torgefahr auszustrahlen, aber in der Defensive war das sicherlich sehr gut und auch frech in seiner Spielweise, mal mit der Hacke, mal so hinten rum. Ich glaube, dass man so etwas auch mitunter mal braucht im Zentrum, wenn man gegen so eine Top-Mannschaft spielt, dass man frech auftritt und deswegen haben wir ihn auch da heute hingestellt. Ja, das dürfte es gewesen sein. Wir bedanken uns für das Interesse. Mirko Slomka und seinem Team alles Gute für den Rest der Rückrunde. Eine gute, sichere Rückreise und denjenigen, die uns begleiten, auch schon eine sichere Anreise nach London und nach Gelsenkirchen. Dankeschön. Tschüss.